need, ain't no no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitchin' now I make plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Guten Morgen, Freunde, und willkommen zum letzten Wettkampf-Vlog hier in Deutschland. Gleich geht's ab nach Vegas. Und ich muss hier mich natürlich erstmal vorbereiten für die Peak Week. Und zwar so ein bisschen vorkochen, ne, in der Diät. Bei mir eigentlich normalerweise nicht so üblich. Aber da ich mein Salz zum Beispiel ganz genau tracken muss, also ich wiege mein Salz vorher ab und dann nutze ich die Menge, um mein gesamtes Essen zu würzen, ja, muss ich natürlich hier eventuell das ein oder andere vorkochen. Hier gibt es Kürbis und Kartoffeln. Das Flugzeugessen, wow, das Flugzeugessen werde ich mir natürlich nicht geben. Zum einen kenne ich die Makros nicht, zum anderen werden natürlich Kohlenhydrate geladen und nicht so unglaublich wie Fett. Und natürlich das Salz, ne, das ist natürlich nicht so konstant, wie wenn ich das persönlich so mache. Und hier hinten wird natürlich auch schon fleißig zu Ende gepackt. Und wie immer haben wir sehr, sehr viel Reisestress, aber das gehört irgendwie immer dazu. Also wir haben uns wieder mal vorgenommen, irgendwie das Ganze entspannt anzugehen, aber da ist immer so viel noch zu tun, dass das nicht möglich ist, irgendwie da halbwegs entspannt hinzureisen. Wir haben ziemlich genau noch 4 Tage bis zum Olympia. Also der 5. Tag ist dann der Olympia und ich nehme euch natürlich bei allen wichtigen Steps mit. Viel Spaß dabei. Und Leni, bist du aufgeregt? Geht noch. Geht noch, ne? Es geht wirklich noch. Ich freue mich jetzt erstmal, also ich freue mich wirklich, wenn wir ankommen. Ja, ich bleibe nur ankommen. Vorfreude ist da. Organisatorisch war diese Reise echt mega wild. Also man braucht sowieso wahrscheinlich für 3 Wochen ein bisschen mehr als für so ein Wochenende. Plus, ich muss natürlich Sachen zum Laden mitbringen. Eine Isomatte, Farbe, Posing-Sachen, Aufpump-Sachen, Trainingssachen. Und ja, ein Visum zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe 2 Ausweise. Einer ist abgelaufen, der andere, der ist aktuell, braucht 2 ja, Ausweise. Dann das Ganze mit den, ne, ihr wisst schon was, Tests, dies, das. Und dementsprechend, ja, war das schon sehr, sehr anstrengend, das Ganze gestern noch zu organisieren. Aber wir sind hier und wir haben alles parat. Und das Einzige, was uns jetzt noch aufhalten kann, ist ein Grenzbeamter, der sich sagt, nee, hier heute nicht, aber ich bin positiv gestimmt. Zum Glück haben wir keinen Stau, keinen Zeitstress. Erste Lademahlzeit und zwar Porridge und Leni lädt wie immer mit. Und zwar mit ein bisschen Glucose, Fructose hier, ne? Lasset die schmecken. Danke. Komplett wild, Freunde. Also am Check-in ist wirklich die Hölle los. Wir standen da jetzt irgendwie gefühlt 3 Stunden, weil irgendein Flug wurde auch noch irgendwie annulliert. Und Leni muss jetzt irgendwie noch zu einem Pre-Flight-Check. Das wird irgendwie manchmal, keine Ahnung, automatisch generiert, wer da hin muss. Oder hast du was verbrochen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Also zum Glück sind wir früh genug losgefahren und hatten auch nicht zu viel Stau. Weil wird wild, Freunde, wird wild. Wir haben es tatsächlich geschafft. Nach dem ein oder anderen Sprint sind wir endlich drin. Und jetzt geht es erstmal für gute 11 Stunden und 30 Minuten nach San Francisco. Von dort aus geht es dann weiter nach Vegas. Das heißt erstmal ordentlich laden, alles was ich dabei habe, das wird weggehauen. Und dann sollten wir so circa um 18 Uhr in Vegas landen, also 18 Uhr Vegas Time. Ich glaube bei uns ist es dann so, weiß ich nicht, 3 Uhr morgens oder so, also wird auf jeden Fall noch ein langer Trip. Wir waren eben noch ganz schnell einkaufen, wir sind komplett durch und das haben wir in gut 5 Minuten einsammeln können, also 2 Packungen Cornflakes, gleich wird erstmal richtig eingeladen. Das Ganze wird natürlich hier mit Mandelmilch genüsslich getrunken, gegessen, wie auch immer. Und zwar einmal Cinnamon Toast Crunch, heißt bei uns Cinnamini oder heißen bei uns Cinnaminis. Schmecken glaube ich hier aber anders und Reese's Puffs schmecken eh überragend. Dann so ein bisschen Obst, ne, geht immer. Und ja, Reiswaffeln, Quaker, Karamell. Rice Cakes, wenn ihr meine letzte Wettkampfvorbereitung in den Staaten verfolgt habt, dann wisst ihr, ich feiere die Reiswaffeln von Quaker, besonders die 2 Geschmacksrichtungen. Dann habe ich mir hier was ganz Wildes geschnappt und zwar Monster Energy Rosa. Sehr nice, keine Ahnung, ob das schmeckt. 2 Schoki Bars, die werben zwar mit Protein, aber eigentlich ist es nur Schokolade und ein bisschen vielleicht noch griechischer Joghurt von Chobani.
So, jetzt geht's ab ins Gym. Das Gym hier in dem Hotel soll ganz ordentlich sein. Also ich habe sogar einen Rack gesehen. Denn wir drücken ein paar Carbs ins System. Mhm. Das ist das Ziel, den Körper so ein wenig sensibel zu machen für die Kohlenhydrate, die wir eben gegessen haben und noch essen werden. Ist natürlich irgendwo ein bisschen Bro-Science, aber da ist immer ein bisschen Fünkchen, ne? Wahrheit ist immer mit drin. Mhm. Denn natürlich, wenn du einen Muskel trainierst, dann wird der einfach sensibler für Kohlenhydrate. Und davon erhoffe ich mir zum einen Spaß, Stressreduktion und natürlich volleren Look am Ende des Tages, ne? Carbs in die Muskeln reindrücken. Und was für ein Training steht bei dir an? So ein Deload-Training, so ein Pump-Training. Also nichts Wildes. Ich mache ein GK. Also auch Beine werden heute so ein bisschen durchgepumpt, aber nichts Wildes. Wenn ich merke, hey, ich habe da noch irgendwo Muskelkater, dann trainiere ich die Muskulatur natürlich nicht, ganz klar. Sind wir hier richtig sehen? Es ist auf jeden Fall sehr dunkel. Aber episch. Aber episch. Atmosphärisch. Aha. Wenn wir auf die Stage kommen. Sieht echt so aus. Ich bin so gespannt auf das Gym. Meins ist gut, ne? Ich glaube, das ist okay. Oh, nice. Schau mal. Wow, das ist echt okay. Ich hab doch gesagt, für ein Hotel-Gym. Das sieht echt klar. Ne? Aha. Mhm. Das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Siehst du mal. Die haben hier sogar einen Latzug. Alles im Multipress, alles. Beinstrecker, Beinbeuger. Mega. Multi. Müssen wir jetzt gar keine Gym-Membership holen. Nee, hier, solange wir hier sind, kann man hier, glaube ich, gut trainieren. Ja, so freie Gewichte, ein Rack oder so, haben die jetzt nicht. Aber dafür eine Smith. Damit kann man ja auch einiges schon machen. Geil. Immerhin. Ich freue mich. Sehr cool. Ja, Freunde, nur noch 3 Tage bis zum Olympia. Dem wohl wildesten Profi-Wettkampf überhaupt. Auf jeden Fall, was die Preisgelder angeht. Normalerweise gewinnst du bei so einem Profi-Wettkampf im Natural-Bereich nicht besonders viel. Also meistens gar nichts, auch bei einer Profi-WM gar nichts, nur einen feuchten Händedruck. Hier zahlen die insgesamt beim Wettkampf über $100.000 aus. Es gibt irgendwie eine Harley zu gewinnen und vieles mehr. Also dementsprechend wird natürlich auch die Konkurrenz richtig wild sein. Ich habe aber, denke ich mal, meine Hausaufgaben gemacht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Hätte ich mehr geben können? Boah, ich glaube nicht. Also wenn ein Athlet kommt, der besser ist, dann ja, soll er gewinnen, absolut. Ich kann mir auf jeden Fall nichts vorwerfen. Das ist so das Entscheidende. Ich habe Gas gegeben, trotz sehr vielen Hindernissen, sage ich mal. Kann man ein separates Video dazu machen, was alles schiefgelaufen ist. Habe ich nie aufgegeben und am Ende des Tages kommt es genau darauf an und die Form ist, glaube ich, ganz ordentlich geworden. Ja, Freunde, ich wollte euch mal meine Ladestrategie so ein bisschen näher bringen, denn ich werde dieses Jahr so ein bisschen anders laden. Ich werde ein progressives Laden betreiben. Also am ersten Tag, gestern praktisch, habe ich 550 Gramm Kohlenhydrate gehabt. Heute werde ich wahrscheinlich so 650 essen. Und je nachdem, ob ich ein bisschen praller werde oder ob ich genauso flach bleibe, gehe ich am Freitag auf 700 bis 850. Und wenn ich immer noch nicht halbwegs voll bin, dann gibt es halt am Freitag über 1000 Gramm Carbs und das Ganze nennt sich, glaube ich, lineares, progressives Laden oder wie auch immer. Der Vorteil hierbei natürlich, du haust dir nicht direkt mega viel rein und hast dadurch eventuell weniger Probleme mit der Verdauung. Ich persönlich habe gefühlt nie Probleme mit der Verdauung, aber ich habe durchaus Probleme, so richtig prall zu werden. Und es kann natürlich daran liegen, dass der Körper mit den Kohlenhydraten gar nicht umgehen kann. Und deswegen peu à peu erhöhen und ja, tagtäglich auf die Form schauen. Wenn ich überladen sollte, ja, dann werde ich natürlich so ein bisschen runterfahren, absolut. Aber das ist eben die Ladestrategie. Insgesamt, je nachdem wie es läuft, ja, sind es 3000 Gramm Carbs, vielleicht sogar 4000. Also ich werde das sehr, sehr Freestyle betreiben, täglich die Form abchecken und ja, wahrscheinlich zwischen 3000 bis 4000 Gramm Kohlenhydrate über 3-4 Tage dann eben konsumieren. Wird wild, ich freue mich. So viel zu essen ist für mich gar kein Problem und ich bin mega gespannt, wie die Form aussehen wird. Ansonsten, der Schlaf aktuell ist echt mies. Ne? Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen trotz Jetlag ein bisschen besser, ein bisschen mehr schlafen kann. Ich hätte auch nicht früher anreisen können, falls der eine oder andere sich denkt, ja, kein Wunder, ne? 9 Stunden Zeitverschiebung und du kommst 4 Tage vorm Wettkampf. Ja, die Staaten haben erst gestern aufgemacht. Am 8. und wir sind am 9. los, also noch früher hätten wir nicht hier hinkommen können. Aber dennoch geht es mir eigentlich doch recht gut. Und wenn man die Umstände so ein bisschen betrachtet, dann eigentlich brutal. Denn hatte in den letzten Wochen wirklich brutal viel Stress, habe super wenig geschlafen. Kann natürlich aber auch so ein bisschen am Wettkampf-Hype liegen. Ne? Also es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man so lange auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet.
Und dann ist es endlich soweit. Richtig geil, Freunde. Ansonsten, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr es auf evosportsfuel.de, nutzt den Code ZEP, natürlich auch dann, wenn ihr einfach die geilsten Subs der Welt haben möchtet. Und ja, wir werden natürlich alles geben, um euch bestmöglich mitzunehmen und natürlich, um uns bestmöglich zu vertreten. Also, ich gehe wirklich all in. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Vlogs hier aus Vegas und noch viel, viel Spaß bei dem Video. So, durch mit dem Training. Leni, was machen wir jetzt, Liebchen? Bisschen Vegas erkunden. Vegas erkunden? Mhm. Was machen wir da denn Konkretes? Wir besuchen den Strip. Ja, dann mache ich heute aber wieder so viele Strips. So viele Strips mache ich nicht, Freunde. So viele Steps. Ja. Morgen müssen wir runterfahren. Ne? Okay. Die Beine müssen gecuttet sein. Guten Morgen, Freunde. Nur noch 2 Tage bis zum Olympia. Die Vorfreude steigt, die Aufregung aktuell nicht so ganz, aber vielleicht kommt das noch in den nächsten Tagen. Und ja, ich werde das Video hier beenden. Im nächsten Video geht es direkt hier weiter. Und zwar gehe ich gleich zum Einschreiben. Es wird natürlich weiter geladen. Wir haben einen ganz besonderen Special-Gast auch hier in Vegas und vieles, vieles mehr. Und übermorgen ist eben der Wettkampf. Und da nehmen wir euch natürlich auch so live es geht mit. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr ja, Fragen habt, Anregungen habt, Feedback habt, ab in die Kommentare damit. Abonnieren, Glocke anmachen. Habe ich das schon gesagt, Leni? Das weiß ich gar nicht. Egal. Abonnieren und Glocke anmachen. Hier nochmal. Ich bin draußen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.